Heute möchte ich euch den Redcon Phoenix 210 ein wenig genauer vorstellen. Im Zubehör finden wir ein Set mit Kabeln für Erweiterungen des CC3D Boards, verschiedene Kameraaufsätze und eine WLAN-Antenne sowie ein Kabelbaum, um den eigenen Empfänger anzuschließen. Auch ein Set Propeller befindet sich im Paket. Der Kopter ist aus einer Kombination von Carbon und ABS aufgebaut. Der Akkuanschluss ist ein XT60 Anschluss. Für den Anschluss der Antenne wurde ein SMA-Port gewählt. Die Kabelführung auf der Unterseite wurde gut gelöst. Der Kanalschalter des FPV-Empfängers ist gut zugänglich. Die direkt unter den Motoren verbauten Redcon-Regler haben 15 Ampere und sind mit BLE geflasht. Die Kamera wurde in einem fixen Winkel verbaut. Die LEDs und der Buzzer am Heck des Quadrocopter können im Übrigen nur mit CleanFlight aktiviert werden. Für den ersten Testflug des Redcon Phoenix wählte ich einen 1300 mAh Akku mit 40C und 3S. Gleich beim ersten Start merkt man, dass der kleine Racer ordentlich Power unter den Propellern hat. Trotz seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts lässt sich der Phoenix nicht so leicht vom Wind beeindrucken. Die Wobbles im Video kommen, da ich die PIDs noch nicht perfekt eingestellt habe. Geliefert wird der Copter mit OpenPilot. Da der Copter mit einem CC3D Board betrieben wird, kann natürlich auch jederzeit auf CleanFlight aufgerüstet werden. Die Motoren sind gut dimensioniert und können mit 3 bis 4S betrieben werden. Die Kamera hat eine Auflösung von 976x582 Pixel. Die mitgelieferten 5 Zoll Bullnose Propeller performen sehr gut. Ich kann den Copter dem Einsteiger in die Racing-Szene und dem fortgeschrittenen Racer mit gutem Gewissen empfehlen. Danke fürs Zusehen, ich freue mich über einen Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal.